Heute nähen wir einen kuscheligen Badeponcho für Kinder. Hallöchen im Makerist Nähcafé. Ich bin Bettina und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei uns zu einem neuen Nähprojekt. Wir haben heute einen kuscheligen Badeponcho vorbereitet für Kinder. Ich habe da einfach mal die kleinste Größe genommen. Im E-Book sind aber verschiedene Größen und das E-Book, worum es geht, ist ein kostenloses Freebook von Hedi Näht. Wie immer alles für euch verlinkt. Wir nähen dieses Projekt aus einem zauberhaften Piqué-Stoff, den habe ich bei uns unten im Lager gefunden und ich finde ihn ganz fantastisch. Der ist von außen eben mit dieser schönen kleinen, ja, waffeligen Piqué-Optik, diese kleinen Quadrate, auch mit Herzchenmuster, was sehr niedlich ist für Kinder. Und von innen hat der eine Frotté-Oberfläche, also so eine etwas weichere Oberfläche, wie es halt bei einem Handtuch ist. Und das Schöne ist dann, man kann den einfach einlagig überwerfen. Der trocknet schon mal schön ab nach dem Baden oder nach dem Duschen. Und der wird trotzdem dann selber schnell wieder trocken, weil es eben nur diese zwei Lagen sind und weil der nicht super, super dick ist. Ihr braucht für dieses Projekt Piqué-Stoff. Wir nutzen für Details noch etwas Sweatstoff und für den extra Hingucker eine Bommelborte. Die Schnittteile für dieses Projekt habe ich uns schon vorbereitet. Hier ist einmal eben Vorder- und Rückseite, Kapuze, Tasche und eine Streifenlösung für die Kapuze und die muss ich vielleicht auch nochmal erläutern, denn wenn ihr euch das E-Book runterladet, das Freebook von Hedi Näht, dann werdet ihr sehen, dass dort die Kapuze quasi doppelt gelegt ist. Also wir müssen das Kapuzenteil theoretisch viermal zuschneiden und dann werden zwei Kapuzen genäht und rechts auf rechts ineinander gelegt, sodass quasi die Kapuze ein Futter hat. Das werden wir an dieser Stelle weglassen, weil ich habe ja extra einen schönen Piqué genutzt, der innen diese Frotté-Optik hat, also Frotté-Haptik eigentlich auch. Und da wäre es irgendwie blöd, den zu füttern, weil das ja genau das ist, was uns dann eben quasi den Kopf schön trocken macht. Deswegen habe ich die Kapuze nur zweimal zugeschnitten und werde eben, weil ich ja dann vorne einen Abschluss brauche, den ich vorher eben nicht gebraucht hätte, mit einem Streifchen abschließen. Und für den Streifchen, ebenso wie für das Täschchen, habe ich mir gedacht, nehmen wir nochmal einen zweiten Stoff, dass einfach ein bisschen mehr Farbe drin ist. Und hier passt dieser Sweat einfach fantastisch zur Bommelborte. Vorder- und Rückteil habe ich schon zugeschnitten. Ihr seht, dass diese beiden Teile in einem Schnittmusterteil vereint sind und hier einfach verschiedene Ausschnitte angezeichnet sind. Da habe ich mit einer Ahle gearbeitet und quasi durch dieses Blatt durchmarkiert. Wie genau das geht, habe ich euch hier nochmal verlinkt, wo wir das bei einem T-Shirt-Schnitt schon mal gemacht haben. Was mir hier jetzt noch fehlt, ist die Taschenposition. Die werde ich jetzt einfach mit einer Nadel markieren. Dafür lege ich mein Schnittteil auf. Hier gehört die Tasche hin und hier markiere ich mir einfach die obere Mitte der Tasche. So. Übrigens, die Nahtzugabe ist in diesem Schnitt nicht enthalten. Empfohlen von Hedi Näht ist 1 cm für Nähte und 2,5 für Säume. Wir nähen für dieses Projekt mit der Overlock-Maschine und mit der Haushaltsmaschine, weil da einfach ein paar Dinge sind, die mit der Overlock nicht klappen werden. Zum Beispiel die Tasche aufzunähen. Das könnt ihr natürlich ganz als erstes schon machen. Ich habe mir vorgenommen, ich mache erst alle Overlock-Schritte und gehe danach an die Haushaltsmaschine. Dementsprechend ist jetzt mein erster Schritt, dass ich unser Vorder- und Rückteil an den Schulternähten zusammenstecke und schließe. Vorder- und Rückteil könnt ihr jetzt erstmal zur Seite legen und weiter geht's mit der Kapuze. Die habe ich hier. Wie gesagt, im E-Book von Hedi Näht habt ihr eine andere Variante mit einer gefütterten Kapuze. Wir werden versäubern, sobald die genäht ist, aber erstmal verbinden wir natürlich die Teile miteinander. Ich habe hier schon Nadeln stecken in meiner Kapuze. Das sind Markierungen, die ich aus dem Schnittmuster übernommen habe für die Schulternähte. Also an diesen Stellen wird die Kapuze auf den Schultern sitzen. Das heißt, die sind für uns jetzt irrelevant. Jetzt legen wir auch die Kapuze rechts auf rechts und stecken fest. Und dabei ist sehr wichtig, dass wir einmal rundherum den großen Bogen feststecken und dann unten die Halsseite, die Kinnseite quasi. Und dann wird auch hier mit der Overlock einmal rumgenäht. Jetzt kommt es zu unserer Streifchenversäuberung. Dafür habt ihr jetzt eben dieses Schnittteil, was im Schnittmuster nicht enthalten ist, sondern was ihr euch ableiten müsst. Das ist einfach nur ein Streifen, der so lang ist,
wie unser ganzer Ausschnitt. Also einmal wieder hoch und runter, der Kopfausschnitt der Kapuze, wo das Gesicht dann rausguckt. Den habe ich einfach so lang gemacht, dann ist der circa 4 cm breit, sodass ich ihn dann wie ein Bündchen einfach einmal zum Kreis schließen kann und dann links auf links falten kann und so auf der rechten Seite annähen kann. Ihr seht es gleich nochmal Schritt für Schritt. Erstmal schließe ich den jetzt zum Kreis. Hier seht ihr unser Streifchen, da geschlossen und dann schon einmal links auf links gebügelt, sodass wir wirklich hier diesen sauberen Abschluss schaffen können, wie mit einem ganz normalen Bündchen. Den stecken wir jetzt hier fest und dafür wird die Kapuze erst einmal umgekrempelt. Von diesen Nadeln lasst ihr euch erstmal noch gar nicht stören, die braucht ihr später. Wenn sie euch doch nerven, dann könnt ihr natürlich auch andere Markierungen machen. Mit Garn, mit Markierstift oder mit kleinen Knipsen. Wobei, das würde ich beim Frottee nicht besonders empfehlen, weil der ja sowieso schon sehr fusselig ist und die Stellen wären dann leicht angreifbar. So, hier ist jetzt die rechte Seite unserer Kapuze oben. Sehr schön rund und klein ist die geworden. Und diese Öffnung werden wir jetzt versäubern mit dem Ring. Und dafür stecken wir die einfach rechts auf rechts fest und legen dabei die Kante an die Kante. Also so quasi alles zusammen, dass hier die geschlossene Seite ist. Und da beginne ich jetzt mit meiner geschlossenen Mitte oben in der Mitte. So. So, dass unten nicht nochmal eine Naht auf eine Naht trifft, weil man die Sache ja eher sieht als die. Und so wird alles festgesteckt, ganz gleichmäßig. Hier seht ihr die versäuberte Kapuze. Ich finde, es sieht zauberhaft aus, hier mit diesem Streifchen aus Sweat. Wichtig ist mit dem Sweat, den dürft ihr natürlich nicht dehnen beim Annähen, sonst wird euch der Streifen zu lang. Ihr könnt auch einfach eine Webware nehmen oder ihr könnt natürlich auch einfach umklappen und absteppen oder mit Schrägband arbeiten, um das hier zu versäubern. Mir gefällt es jetzt so gut, es hat auch noch so ein bisschen so was Weiches, was sich sehr gut auf der Haut anfühlt. Diese Kapuze werden wir jetzt mit unserem Körperteil verbinden. Und dafür haben wir ja schon einmal diese Nadeln hier gesteckt in der Kapuze, die auf den Schulternähten sitzen sollen. Und damit werde ich jetzt einfach die Kapuze und den Körper verbinden. Und dafür lege ich die Kapuze rein, rechts auf rechts. Und achtet unbedingt darauf, dass die Hinterseite, also das Teil zwischen den beiden Nadeln, wo nicht das Kopfloch ist, auch auf der Hinterseite von eurem Körperstück landet. Hier seht ihr unser Halsloch. Alles ist festgesteckt und passt perfekt aufeinander. Und genau diese Strecke werde ich jetzt einmal noch mit der Overlock abnähen. Hier haben wir einen kleinen Zwischenstand und ich finde den schon ziemlich zauberhaft. Die Kapuze ist quasi fertig und so könnte der Poncho theoretisch auch schon getragen werden. Aber wir haben es ja hier mit diesem Frottee-Piqué zu tun und ihr habt es vielleicht auch schon an mir gesehen, der fusselt relativ stark. Das heißt, da werde ich jetzt erstmal rangehen und den einmal rundherum mit der Overlock versäubern. Wirklich einfach nur einmal entlang nähen. Und dann habt ihr die Wahl, ob ihr einfach einmal umklappen wollt und absteppen wollt. Oder so wie ich das machen werde, dann mit der Bommelborte versäubern. Aber erstmal abketteln. Hier seht ihr unsere abgeketteten Kanten. Das ist natürlich schon mal viel sauberer und fusselt nicht mehr. Und jetzt kommt noch eine Bommelborte dazu. Ich werde rundum mit Bommelborte arbeiten. Ihr könnt natürlich auch nur jeweils die unteren Kanten oder die Seitenkanten mit Bommeln machen. Ihr könnt Fransen nehmen, ihr könnt Borten nehmen, alles was euch gefällt. Ich habe dieses Schmuckstück und ich zeige euch, wie wir das an den Ecken legen, damit die Ecken schön sauber aussehen. Dafür habe ich das untere Stück schon mal zugeschnitten. Das ist quasi die volle Breite plus je 1 cm Nahtzugabe. Und da müssen wir die letzten Bommeln verschwinden lassen, weil die sich beim Nähen jetzt einfach nicht gut machen und nur im Weg liegen. So, damit hier die Ecke sauber wird, wird die nächste Bommellinie einfach hier mittig auf die Ecke gelegt. So, sodass das drüber gelegt werden kann und nach hinten gefaltet werden kann. Und wenn ihr jetzt alles einmal absteppt hier oben und feststeppt, werdet ihr natürlich hier diese Kante versteckt haben, die andere hinten liegen haben und schafft einen sauberen Abschluss. Und so stecken wir das jetzt rundherum fest.
Wenn alles festgesteckt ist, empfehle ich euch im ersten Schritt erstmal tatsächlich nur eine Schicht dieser Bommel hier zu nähen, dieser Borte so rüber und dann in einem zweiten Schritt wirklich umzuklappen und das nochmal ganz klein am Rand abzusteppen, weil es einfach ein bisschen sauberer ist. So könnt ihr ordentlicher arbeiten. Und damit geht es jetzt an die Nähmaschine. Ich habe mir einen schwarzen Oberfaden eingefädelt, sodass ich hier genau auf diesen schwarzen Streifchen auf beiden einmal rumnähen kann. Da ist unsere Bommelborte und ich finde, der Poncho wird mit jedem Schritt noch viel süßer. Und jetzt fehlt ja nur noch unser Täschchen und das ist dann, glaube ich, so das i-Tüpfelchen und das Sahnehäubchen und die Kirsche. Denn die Tasche ist nochmal aus genau dem gleichen Sweatstoff wie hier unser Streifen, farblich auch abgepasst auf die Bommeln. Und die werde ich jetzt einfach einmal draufsetzen. Bevor ich die aber festnähe, die habe ich ja erst einfach einmal zugeschnitten. Ich habe die sogar noch ein bisschen verstärkt mit einer Flieseline, müsst ihr aber nicht machen. Als erstes werde ich jetzt aber alle Nahtzugaben, also je 1 cm von dieser Tasche, einmal umfalten und festbügeln. Und nach dem Bügeleisen zeige ich euch dann, wie es weitergeht. Hier seht ihr unsere kleine Känguru-Tasche. Ich habe alle Kanten um 1 cm nach innen gebügelt. Wie gesagt, Flieseline steckt drin, müsst ihr aber nicht machen. Und hier könnt ihr auch jeden beliebigen Stoff nehmen. Und jetzt, wenn das alles so sehr fest gebügelt ist, könnt ihr die Eingriffstaschen versäubern. Das sind hier diese beiden Schrägen. Und dafür steppt ihr einfach hier einmal oben die Nahtzugabe fest. Die Eingriffstäschchen sind jetzt versiegelt. Und nun könnt ihr einfach eure Känguru-Tasche auflegen, feststecken und dann zu Ende annähen. Wir haben ja vorher eine kleine Markierung gemacht, wo sie sitzen soll. Das wäre jetzt hier quasi die obere Mitte. So würde das ganze Ding draufkommen. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen höher oder tiefer gehen. Also ich jetzt gehe jetzt noch minimal höher, setze es einfach ein bisschen höher. So, dann unbedingt gucken, dass alles gerade ist. Da guckt ihr einfach hier die Abstände an, ob die gleich sind, hier die Abstände. Und dann könnt ihr ganz einfach eure Tasche auf dem Stoff feststecken und die letzten Nähte schließen. Hier oben und hier unten diesen Kasten. Hier ist jetzt unser finaler Badeponcho. Ihr seht, das Täschchen ist festgesteppt. Hier hinten ist die Kapuze, alles schön versäubert und ich bin wirklich begeistert. Also mir gefällt es so gut, dieses Ding. Gerade auch mit diesen Kombinationen, die wir gewählt haben, will ich es am liebsten sofort dem erstbesten Kind schenken und es damit ins Freibad schicken. Und dafür ist es einfach auch perfekt gedacht. Also jetzt für diese etwas kälteren Abende, wenn man doch nochmal am Badesee ist und den Sommer auskostet oder wenn man im Freibad ist oder wenn die Kinder einfach frisch aus der Badewanne oder der Dusche kommen, dann ziehen die das über und dann ist erstmal gleich nicht so kalt. Und mit diesem schönen Piqué-Frotté-Stoff sind sie halt auch ganz schnell trocken, können eine Kapuze aufsetzen und sehen super süß aus. Wie immer bekommt ihr alle Materialien, die ich benutzt habe und auch das Freebook auf der Themenseite zu diesem Video unter diesem Video. Das ist der Badeponcho für Kinder von Hedi Näht und das E-Book ist kostenlos. Also schaut unbedingt rein, schaut euch die anderen Größen an und wenn ihr es für Erwachsene braucht, dann lässt sich das super einfach auch abwandeln und ihr macht es einfach alles ein bisschen länger und größer und könnt auch große Menschen damit erfreuen. Ich bin sehr gespannt, was ihr von den Bommeln haltet. Wir haben Bommeln jetzt relativ neu bei uns im Sortiment. Ich finde sie mega cool. Ich glaube, man darf es nicht damit übertreiben. Und ich würde gerne wissen, was ihr noch damit machen oder sehen möchtet von uns. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass das Projekt und das Video euch gefallen haben. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal. Ciao!